Wenn er nicht danach fragt, hat er wohl auch keinen Hunger. Es ist Essenszeit. Ich mache lieber für Sean etwas. Möchtest du dein Abendessen? Oh ja, ich habe großen Hunger. Gut, ich schau mal, was ich finde. Ich rufe dich, wenn es soweit ist. Du kannst kommen, Sean. Essen ist fertig. Ich komme. Hey Dad, du kannst ja jonglieren. Ich hab's schon lange nicht mehr versucht. Kannst du es mir beibringen, Dad? Klar, ich zeige es dir. Wie läuft's in der Schule? Ist dein Lehrer nett? Alles bestens, Dad. Also, willst du ein bisschen reden? Worüber denn? Ja, über dich, deine Freunde, wie alles läuft. Es ist alles wie immer. Sean, komm. Es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben? Nein, das ist nicht besonders vernünftig, Sean. Du hast Schule morgen. Du brauchst deinen Schlaf. Okay, ich gehe. Kommst du mit mir?
Putz dir die Zähne und ab ins Bett. Ich komm hoch. Gute Nacht, John. Mein Teddy. Dad, ich hab meinen Teddy nicht. Du musst ihn irgendwo im Haus liegen gelassen haben. Hast du denn keine Ahnung, wo er sein könnte? Nein, Dad. Bitte. Ich kann ohne ihn nicht schlafen. In Ordnung. Ich werde mal nachsehen, ob ich ihn finde, okay? Sean will seinen Teddy. Er muss ihn irgendwo hier gelassen haben. Danke, Dad. Gute Nacht, John. Nacht. Dad? Ja? Warum bist du so traurig? Ich glaube, ich brauche noch etwas Zeit. Bis alles wieder wie früher ist. Weißt du, Dad, was mit Jason passiert ist, war nicht deine Schuld.
Ich nehme lieber die Treppe. Der Rezeptionist könnte mir weiterhelfen. Lauren Winter, klingelst da? Nein, eher nicht. Ah, die Lauren Winter. Dritter Stock, letzte Tür auf der linken Seite, am Ende des Flurs. Ich suche seit Wochen. Hoffe, ich habe diesmal Erfolg. Lauren Winter? Tut mir leid, Kunden, nur mit Termin. Halt! 50 Scheine. Kein Küssen, kein abgedrehter Scheiß. Geht klar. Leg das Geld auf den Tisch. Du hast 10 Minuten. Wenn es klingelt, ist es vorbei, okay? Sie hält mich für einen Kunden? Ihr Zimmer ist tiptop in Ordnung. Ich kenne Huren, die sich keinen Dreck um ihre Wohnung kümmern. Ich muss geschickt vorgehen, um etwas aus ihr rauszukriegen. Hübsches Mädchen, aber zu jung, um sich in so ein Dreckloch zu verkriechen. Du solltest dich ausziehen, deine Zeit läuft. Ich bin kein Kunde. Ach, Scheiße, ein Cop. Ich hab's geahnt. Was wollen Sie, eine Gratisnummer? Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich untersuche die Morde des Origami-Killers für die Familien der Opfer. Ich wollte Sie etwas über Johnny fragen. Ich habe der Polizei schon alles gesagt, mehr weiß ich nicht. Verschwinden Sie. Ich verstehe Sie, Lauren. Ich weiß, was Sie durchmachen. Ach ja? Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn man seinen eigenen Sohn tot auffindet? Ich glaube, Sie haben nicht die geringste Ahnung, was ich durchmache, Mr. Shelby. Der Mörder läuft da draußen frei herum, während wir hier reden. Das dürfen wir nicht zulassen. Mein Johnny ist tot, was ändert das noch? Wenn wir den Killer nicht schnappen, werden noch mehr Mütter die Leichen ihrer Söhne finden. Aber Sie haben recht. Was geht Sie das an? Es ist nicht mehr Ihr Problem, richtig? Was wollen Sie wissen? Wie war Johnny? Was für ein Kind war er? Johnny war ein guter Junge. Er hat sich manchmal geprügelt, wenn Kinder mich... Naja. Auf seine Art wusste er wohl genau Bescheid. Lebte Johnny bei Ihnen? Ja. Natürlich habe ich dafür gesorgt, dass er nie Kunden gesehen hat. Ich wollte aufhören. Aber wir brauchten das Geld. Ich wollte so viel verdienen, dass wir hier raus konnten. Wollen Sie? Ich habe aufgehört. Tapfer. Hatten Sie nach seinem Verschwinden irgendeinen Verdacht? Ich treffe ziemlich schräge Leute in meiner Branche.
Klar, daran habe ich gedacht. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Keiner meiner Kunden hätte meinem Johnny sowas angetan. Meinem Johnny. Und all den anderen Kindern. Erzählen Sie mir von Johnnys Vater. Ein Loser ohne Job, der im Suff gern zuschlug. Hab ihn nicht gesehen, seit Johnny weg ist. Feigling. Wer braucht ihn schon? Das war's, Mr. Shelby. Ich hoffe, Sie haben, was Sie wollten. Und jetzt raus hier. Ich lasse meine Karte auf dem Küchentisch. Man weiß ja nie. Wenn Ihnen etwas einfällt, irgendetwas, rufen Sie an. Ich habe nichts erfahren. Naja, es war ein Versuch. Verdammtes Asthma. Und das Sauwetter macht es auch nicht besser. Ich muss zurück und Lauren helfen. Der Typ macht sie fertig. Was willst du, Arschloch? Lauren, ist alles okay? Dir geht's prima, klar? Verpiss dich, Penner! Du wieder? Du willst wohl eine aufs Maul, hä? Ich reiß dir den Arsch auf! Wir sehen uns noch, Arschloch. Geht's Ihnen gut? Besser als ihm. Wer ist das? Ein Ex-Kunde mit Besitzansprüchen. Er wurde gewalttätig, da habe ich ihm gesagt, er soll verschwinden. Sie müssen aufpassen. Er kommt vielleicht zurück. Sorry für das Chaos. Mr. Shelby? Ja. Danke.